Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich freue mich mal wieder ein Video drehen zu dürfen und zu euch sprechen zu dürfen. Und zwar für eine Aktienanalyse. Nvidia haben wir auf den Schirm. Ihr habt abgestimmt und 34% von euch wollte eine Aktienanalyse zu Nvidia. Wir gucken uns auch noch ganz kurz AMD an als direkter Konkurrent. Und die anderen Aktien, die waren jetzt quasi die Verlierer. Alle Aktien hier, die haben wir ja analysiert gehabt auf unserem Aktienfinder-Blog. Ich zeige euch das mal. Da könnt ihr die ganzen Aktienanalysen auch kostenlos nachlesen. Und unter anderem eben hier auch AMD, Union Pacific, Fuchs Petrolub und hier Nvidia. Und Nvidia schauen wir uns jetzt nochmal näher an. Ich werde jetzt nicht den Artikel hier 1 zu 1, beziehungsweise die Analyse 1 zu 1 runternudeln, nur nochmal in bewegten Bildern, sondern schon noch selbst was dazu sagen. Ich habe ja diese Analyse übrigens auch gar nicht geschrieben, sondern die Analyse ist von The European View, einem der Seeking Alpha Autoren, die ich hier gewinnen konnte, für euch kostenlose Aktienanalysen hier zu veröffentlichen. Bevor es zu Nvidia geht, möchte ich aber noch eine Mail zum Besten geben, aus der man was lernen kann. Ich hatte ja in den zwei letzten Videos etwas zu Wirecard gesagt, weil da bin ich ja ins Fettnäpfchen getreten und ich habe viele Rückmeldungen bekommen von Leidensgenossen, die auch ins Fettnäpfchen getreten sind. An der Stelle ja nochmal hier geteiltes Beileid oder geteiltes Leid ist halbes Leid. Jetzt gab es aber eine Mail, die ist so ein bisschen aus der Reihe getanzt und die möchte ich euch mal vorlesen, weil man da, wie gesagt, was lernen kann raus. Sehr geehrter Herr, damit bin ich gemeint, habe ich das richtig vernommen? Sie haben 25.000 Euro wegen Ihrer Wirecard-Aktien verloren. Können Sie das beweisen? Weil aufgrund Ihrer Empfehlung, dann in Klammern ohne Kommentar, habe ich mehr verloren. Bitte zeigen Sie mir Ihre Depotauszüge dazu, sonst glaube ich Ihnen nicht. Ja, was ist das für eine Mail? Also, wenn man das jetzt oberflächlich betrachtet, gibt es hier halt Behauptungen, dass ich es empfohlen hätte, Wirecard-Aktien zu kaufen und dann noch die Behauptung, dass quasi wegen mir Geld verloren wurde, also eine Schuldzuweisung ist das dann und dann ja nochmal Zweifel an meiner Integrität oder an meiner Ehrlichkeit, dass man mir nicht glaubt, dass ich selbst Geld verloren hätte. Das ist jetzt quasi die oberflächliche Lesart. Aber ich finde, unten drunter gibt es noch mal was viel Interessanteres und ja, eigentlich auch Traurigeres. Und zwar ist das eine Traurige, auch das oberflächlich Traurige, dass jemand Geld verloren hat. Also außer mir hat der Schreiber der E-Mail auch noch mal Geld verloren. Aber das eigentlich Traurige, finde ich, ist die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also jeder von uns macht ja Fehler und auf dem Aktienmarkt passieren auch jedem von uns Fehler. Das ist völlig egal, ob man jetzt Warren Buffett heißt, Thorsten Tietz oder sonst wie. Und man verliert halt auch mal Geld. Und dann ist aber immer die Frage, wie man damit umgeht. Und in dieser Mail ist halt jemand, der so umgeht, indem er die Schuld anderen Leuten in die Schuhe schieben möchte. Das heißt, er zeigt dann mit dem Finger auf andere. Und damit entgeht ihm quasi eine ganz große Chance, nämlich die Fehler bei sich selbst zu suchen, um daraus zu lernen. Denn wenn du die Fehler oder die Missschläge, die Ursachen dafür immer bei anderen Leuten suchst und nie bei dir, dann wirst du dich einfach nicht verbessern, weil du ja keinen Grund hast, dich zu verbessern. Denn du bist ja sozusagen per Definition nicht schuld, sondern du schiebst die Schuld anderen Leuten zu. Und so wirst du sozusagen, ja, ich wiederhole mich, dich kaum verbessern, sondern du wirst immer neue Schuldenböcke suchen. Du wirst deine Entscheidung wahrscheinlich von anderen Leuten abhängig machen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, dann sind die anderen Leute schuld. Und ich vermute auch ganz stark, dass wenn es dann geklappt hat, dann gibt es keine Dankesmail an die anderen, sondern klopfst du dir wieder wahrscheinlich auf die eigene Schulter. Das ist dann noch so eine Art selektiver Wahrnehmung. Insofern hier mein Ratschlag an alle. Wenn was nicht gut läuft, gerne auch gucken. Also es kann ja auch mal sein, dass ein anderer tatsächlich schuld ist und was getan hat, aber nie ausschließlich bei den anderen die Schuld suchen, sondern auch mal wirklich in sich gehen und gucken, ob er nicht selbst was falsch gemacht hat.
Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Börse, sondern auf alle Lebenslagen. Das wollte ich mal ganz kurz sagen. Und dann jetzt aber zu Nvidia. Und mein Name ja Thorsten Tiet und das fällt mir immer ein, wenn ich hier in den Aktienfinder gehe, denn ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Ja, und hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und jetzt laden wir den Aktienfinder, beziehungsweise hier ist er ja schon. Und ich habe eine kleine Watchlist oder auf Deutsch Merkzettel gemacht. Und da sind drei Aktien drin. Und natürlich Nvidia als der Gewinner eurer Abstimmung. Und dann aber auch noch AMD, also Advanced Micro Devices und Intel, weil die alle im gleichen Becken oder wenigstens teilweise sich das gleiche Becken teilen, sagen wir es mal so. Ich finde ganz interessant, wenn wir uns erstmal hier die Kennzahlen anschauen, wie groß wer eigentlich ist, zum Beispiel an der Marktkapitalisierung festgemacht. Denn wir alle kennen ja Intel schon ziemlich lange, auch insbesondere als Consumer. Und du weißt ja auch Intel Inside und diese blauen Männchen, die in der Werbung durch die Gegend tanzen und so. Deshalb ist Intel stärker verdrahtet in unseren Gehirnen als jetzt beispielsweise Nvidia oder AMD, wenn wir nicht gerade hier enthusiastische Gamer sind. Insofern, und ich denke auch viele Leute würden wohl annehmen, dass Intel hier mit Abstand die größte Company ist im Vergleich zu den beiden hier. Und wenn wir jetzt aber mal auf die Marktkapitalisierung gucken, dann ist es tatsächlich so, dass Intel das Schwergewicht ist, aber nur ganz knapp vor Nvidia. Intel hat 224 Milliarden Euro auf die Waage gebracht jetzt. Und Nvidia ist bei 204 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also kaum kleiner, nur ganz leicht kleiner. AMD hingegen wiederum, die in direkter Konkurrenz sowohl zu Intel als auch Nvidia sind, weil AMD macht ja Grafikkarten, also dedizierte Grafikkarten. Intel macht Onboard-Grafikkarten und Nvidia macht auch dedizierte Grafikkarten, das heißt Grafikkarten, die man in der Hand halten kann und quasi dann über den PCI-Express-Slot reinstecken kann in das Motherboard, während Intel diese Onboard-Grafikkarten hat, die fest in das Motherboard verbaut sind. Bei Intel sozusagen, da geht es darum, günstige Grafikkarten zu produzieren. Da steht vor allem der Preis, also Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund und die dürfen nicht teuer sein, weil sonst das Motherboard teurer wird. Und da geht es auch nicht um Performance. Um Performance geht es bei Nvidia und AMD im Bereich der Grafikkarten. Und AMD macht auch noch Prozessoren außer Grafikkarten, macht Nvidia so nicht. Aber Intel macht es ganz stark, Prozessoren. Und weil AMD beides macht, sowohl dedizierte Grafikkarten als auch Prozessoren, könnte man ja annehmen, dass die deutlich größer sind als Nvidia, ist aber nicht so. Deren Marktkapitalisierung beträgt nur rund ein Viertel von der von Nvidia, obwohl, und das sehen wir dann auch noch, der Marktanteil bei den Grafikkarten, ein Stück gemessen jedenfalls von AMD und Nvidia, so ziemlich gleich ist. Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist aber viermal höher. Das finde ich schon so ganz interessant, wenn man sich das einfach mal anschaut, weil es doch etwas überraschend ist. Jedenfalls für mich war das so. Der Einzige, der ordentlich Dividende zahlt, ist Intel. Beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Nvidia bezahlt auch, das werden wir auch bald sehen, ordentlich Dividende, aber Dividendenrendite ist mit unter 0,2% natürlich unter aller S-Punkt. Während bei Intel wir immerhin 2,2% kriegen. Das heißt, das ist ja schon mal ein bisschen was und AMD schüttet überhaupt keine Dividende aus. Was auch noch interessant ist, wie ich finde, hier, wenn wir mal da oben bleiben, das sind diese Stabilitätskennzahlen, weil das sagt uns auch schon mal ein bisschen was, mit was für ein Unternehmen wir es zu tun haben. Und zwar Stabilität von Gewinn, Cashflow, aber auch gerne Umsatz noch, wenn wir uns das mal angucken. Also je stabiler diese Größen sich entwickeln, umso ja, stabiler ist das Geschäft von diesen Unternehmen, umso zuverlässiger ist das Geschäft von diesen Unternehmen. Und wenn du als langfristiger Investor dich an ein Unternehmen binden möchtest, dann bist du gut beraten, dich an Unternehmen zu binden, die ihre Gewinne recht zuverlässig steigern. Und da gibt es hier gravierende Unterschiede zwischen den dreien. Bei Intel, den Dinosauriern sozusagen, den Dinosauriern sozusagen, da die haben die höchsten Stabilitätswerte.
Siehst du überall. Und wenn wir hier mal kurz uns Intel anschauen, um zu gucken, wie das denn visuell aussieht, dann findest du hier, wir blenden mal ein bisschen was aus, die Gewinne. Also es geht auch mal hoch und mal runter, aber im Prinzip siehst du, dass es von links unten nach rechts oben geht. Beim Umsatz ebenfalls. Und den operativen Cashflow hatten wir noch hier. Da siehst du ein ähnliches Verhältnis. Und wenn wir jetzt die anderen Unternehmen mal angucken, da ist Nvidia auch noch relativ gut dabei, also schon etwas schlechter, aber immer noch relativ gut. Also es liegt hier im grünen Bereich. Schauen wir uns das mal an. Und dann siehst du hier, gehen wir mal das aus, eine relativ lange Stagnationsphase, beziehungsweise es waren schon steigende Gewinne, aber im Vergleich zu den letzten Jahren geht es halt relativ unter. Also wir hatten hier im Jahr 2000 9 Cent US-Cent Gewinn pro Aktie gehabt. Das ist dann noch recht stattlich gestiegen hier bis auf 1,31 US-Dollar. Dann gab es wieder hier so eine Stagnationsphase und dann ist es wieder richtig angezogen jetzt. Darauf werden wir später noch eingehen. Und auch die Umsätze im Prinzip siehst du hier sind doch mit ganz kleinen, von ganz kleinen Schwächephasen abgesehen steigend. Und wenn du jetzt AMD anguckst, dann siehst du halt, dass bei AMD das deutlich schlechter aussieht, die Stabilitätswerte. Bei 0 liegen dann nur 0 bei 0,3 für den Gewinn und sind sogar negativ 0,35 beim Cashflow, bei Umsatz 0,5 plus. Und dann, wie sieht das Ganze grafisch aus? Das siehst du hier quasi auf einen Blick, ohne dann jetzt näher drauf einzugehen, dass es hier ganz schöne Schlaglöcher gibt beim Gewinn und beim Cashflow. Und jetzt hier in den letzten Jahren zieht der Gewinn wieder an. Aber in den Zwischenphasen war das teilweise blutrot. Also wir haben hier drei Unternehmen, die in verwandten Bereichen, teilweise in gleichen Segmenten tätig sind, die aber ganz anderes Charakteristika haben, jetzt von der Aktie und auch vom Unternehmenserfolg her. Wir gehen jetzt ein bisschen näher auf Nvidia ein. Und bei Nvidia, da ist jetzt interessant, natürlich die letzten Jahre, beziehungsweise noch interessanter ist die Zukunft, aber es zeigt sich bei Nvidia, dass hier plötzlich ein großer Unternehmenserfolg passiert ist. Das heißt, die Gewinne und die Cashflows, die sind exorbitant gewachsen. Das erkennst du dann auch hier hinten an den Kursgewinn. Kursgewinn auf 5 Jahre bei AMD und bei Nvidia zwischen 1700 und knapp 2000%. Das ist natürlich schon ein Wort, während Intel hat sich fast verdoppelt in der Zeit, war also ein totaler Underperformer. Und es geht halt hier, ja, also extreme Kursgewinne. Und man sieht auch warum, weil eben die Gewinne hier extrem angezogen sind von den Unternehmen. Was hat es damit auf sich? Wenn wir auf die Webseite gehen hier von Nvidia, dann siehst du auch den Grund und zwar relativ gut. Nvidia ist ja vor allem bekannt bei uns als, oder die Grafikkarten sind vor allem bekannt im Gamer-Bereich, also bei denen, die also, ja, im Rahmen von Computerspielen, also ich auch früher viel gemacht hatte, als ich noch Zeit hatte, da habe ich auch gebastelt und mir einzelne Grafikkarten gekauft, ab und zu von Nvidia, ab und zu von AMD, je nachdem, was so gerade in war. Und mittlerweile haben die Grafikkarten aber sehr viel mehr Anwendungsbereiche erobert. Und es hat einen Hintergrund, einen technischen Hintergrund, das haben wir hier auch in der Analyse durchleuchtet und das heißt das Ende von Moores Gesetz. Und das siehst du hier. Und zwar war es lange Zeit so, ich glaube von den 60er Jahren, der zweiten Hälfte der 60er Jahre bis vor relativ kurzem, dass sich die Anzahl der Transistoren in einem Prozessor ungefähr alle 2 Jahre verdoppelt hat, was dazu geführt hat, dass die Rechenleistung sich auch erhöht hat und zwar ganz deutlich. Und dieses Moores Law ist jetzt aber irgendwo an eine Schallmauer gestoßen, die nicht zu überwinden ist. Das hat zur Folge, dass die Rechenleistung von Prozessoren nicht mehr zunimmt, wie es früher gewesen ist. Das heißt, die Prozessoren haben sozusagen das Ende der Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit, so wie wir sie kennen, erreicht. Und das ist diese blaue Linie hier mit CPU, Central Processing Unit Performance. Diese blaue Linie hier bildet es ab und da siehst du hier die Zeit und dann, wie die Performance sozusagen sich erhöht. Und die Erhöhung,
die kommt jetzt hier langsam zu einem Ende. Und dann haben wir aber hier diese GPU, Graphical Performance Unit. Und das sind die Dinger, die Nvidia und auch AMD, gut, Intel auch, aber die sind da ein bisschen außen vor, weil da geht es eigentlich nicht um Performance, wie gesagt, produzieren. Und hier siehst du, dass eben der weitere Gewinn von der Performance oder die weitere Steigerung von der Performance noch intakt ist. Also diese GPUs hängen sozusagen die CPUs ab. Das ist wichtig zu wissen als Hintergrund, weil im Rahmen der Digitalisierung haben wir sozusagen viele Unterdisziplinen, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Big Data und so weiter, die alle sehr rechenintensiv sind und immer rechenintensiver werden. Und die können jetzt halt zunehmend besser mit diesen Grafikkarten hier, GPUs, abgehandelt werden als mit diesen CPUs, weil da die Performance halt nicht mehr so richtig weiter wächst. Also lösen sozusagen GPUs, CPUs in vielen Anwendungsbereichen ab. Das heißt jetzt für Nvidia, aber auch für AMD, dass sich hier neue Geschäftsfelder geöffnet haben. Ursprünglich waren also Grafikkarten insbesondere für Gamer interessant und teilweise noch für Designer, also CAD-Programme und so weiter. Also Architekten und solche Geschichten, die dann so 3D-Modelle machen wollten oder irgendwelche Apparaturen entwerfen grafisch. Aber jetzt sind die Anwendungsbereiche, haben sich jetzt drastisch erhöht. Und die Nvidia-Seite, die zeigt es auch sehr schön, weil da gibt es hier Plattforms. Und hier kannst du im Prinzip die Anwendungsbereiche dir mal selber angucken. Ganz unten haben wir Gaming sozusagen, also das Klassische. Und dann haben wir hier aber viele Anwendungsbereiche, die, wie ich meine, eigentlich so diese Klammer haben, künstliche Intelligenz und ja, Deep Learning bzw. rechenintensive Algorithmen eigentlich aufgrund von hoher Arbeitslast, also High Performance Computing wird es eigentlich genannt. Und das sind so, hier steht sogar High Performance Computing und hier AI. Aber ich denke, diese High Performance Computing und AI, das ist irgendwo so die Klammer, die in vielen Bereichen einfließt. Das kannst du dir gerne mal angucken. Hier Healthcare und Life. Da gibt es, glaube ich, das Coronavirus, das abgebildet ist. Das heißt, auch im Rahmen der Forschung, wenn dann unterschiedliche Modelle beispielsweise bei der Suche nach Impfstoffen entwickelt werden, auch da spielt Rechenleistung eine Rolle, genauso wie in Rechenzentrum, wenn irgendwelche Algorithmen versuchen, irgendwas marketingtechnisch Nützliches aus riesigen Datenbeständen zu ermitteln. Auch da spielt Rechenleistung zunehmend große Rolle. Autonomes Lernen, Roboter, Drohnen, die durch die Gegend fliegen und ihre Umwelt erkennen, genauso auch wie bei diesen Self-Driving Cars und überall dann entsprechend irgendwelche GPUs von Nvidia und vielleicht auch AMD drinne verbaut, wo es vorher halt keine GPUs gegeben hat. Und das ist im Prinzip das, ja, Geheimnis, wenn man so will, des Erfolgs von Nvidia und AMD auch. Neue Anwendungsbereiche, in die sie jetzt quasi reinkaufen oder ihre Produkte reinverkaufen können. Auch interessant finde ich, und das ist hier, die Marktanteile von diesen GPUs, wenn du dir das mal hier anschaust, auch das vielleicht überraschend fürs Erste, nämlich hier haben wir die drei wieder, AMD, Intel und Nvidia. Und Intel hat den mit Abstand höchsten Anteil an den Grafikprozessoren, die verkauft werden. Und zwar ungefähr 2/3 hier, letzter Stand, Quartal 4, 2019. Während sozusagen abgeschlagen AMD und Nvidia sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen leisten. Ja, und mal der eine, mal der andere hier bisschen vorne liegt. Diese Grafik beinhaltet halt nicht das, was ich am Anfang schon erwähnte, nämlich dass es sich hier vor allem um leistungsschwache Onboard-Grafikchips handelt bei Intel, während die leistungsfähigen Grafikprozessoren von den beiden hier unten produziert und ja auch erforscht werden. Und ich behaupte jetzt einfach, dass Intel das Wissen fehlt, um solche Produkte sozusagen auf den Markt zu bringen, wie AMD und Nvidia sie hat. Denn Zukunftsmärkte sind es ja. Und insofern wird es auch naheliegen, dass Intel sich ebenfalls darauf fokussiert,
Insbesondere, weil wir auch hier gesehen haben, dass wegen Moore's Law im Prinzip wir bei den Computerprozessoren den klassischen eher sozusagen schrumpfenden Markt haben oder wenigstens so, dass die nicht in die Wachstumsmärkte eindringen können oder kaum, während hier unten vor allem die Zukunftsmusik spielt bei den leistungsstarken GPUs. Nichtsdestotrotz, also mir ist es jetzt nicht bekannt, dass Intel hier große Offensiven startet. Also die beiden machen das sozusagen unter sich aus. AMD und Nvidia. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal in der Fundamentalanalyse noch ein bisschen genauer in Nvidia an. Ich habe ja hier schon was gezeigt zu den Gewinnen und operativen Cashflows, die im Jahr ab dem Jahr 2017 sozusagen durch die Decke gegangen sind. Und hier siehst du dann auch nochmal den Grund, warum. Weil die Umsätze durch die Decke gegangen sind. Im Jahr 2016 hatten wir noch einen Umsatz von 5 Milliarden. Und 3 Jahre später hatten wir einen Umsatz von 11,7 Milliarden. Das heißt, die Umsätze haben sich mehr als verdoppelt. Und noch schöner für Nvidia ist, dass immer mehr hängen geblieben ist von einem Dollar Umsatz. Denn die Margen sind gestiegen. Die Bruttomarge lag in 2016 noch bei knapp 57% und dann in 2019 bei 61,5%. Sind immerhin 2,5% mehr. Die operative Marge, die ist noch deutlich stärker gestiegen und die Nettomarge dann auch gleich mit. Und diese steigenden Margen, das ist schon ein Trend, der länger anhält. Und zwar hier ungefähr seit 2011 steigen die Margen. Und das ist natürlich eine schöne Kombination, auch wenn sie unten immer mal wieder so mal ein bisschen hoch und mal ein bisschen runter geht. Also insgesamt steigen die Margen und die Umsätze auch. Den Grund haben wir schon genannt. Hier hinten sehen wir, dass es teilweise ein schwer zyklisches Geschäft gewesen ist. Hier während der Finanzkrise waren die Margen sogar mal negativ. Aber das scheint mittlerweile überwunden zu sein. Wenn du dann hier die Bilanz anguckst, dann tut sich der Erfolg auch in der Bilanz widerspiegeln. Und zwar siehst du hier die wachsende Bilanzsumme bzw. auch das wachsende Vermögen von Nvidia, weil hier sehen wir ja das Kernvermögen und Cash und Wertpapiere. Und das ist eine der seltenen Bilanzen, die mehr Cash hat als alles andere. Ja, das ist fast eine Bilanz wie vom Aktienfinder. Ich war vor kurzem beim Steuerberater. Bei mir ist es also ähnlich. Also fast nur immaterielle Vermögenswerte und hier ein Laptop oder irgendwas, was mittlerweile schon abgeschrieben ist. Und der ganz viel Rest halt Cash. Aber natürlich nicht so viel wie Nvidia. Die haben Cash oder Cash-ähnliche Mittel von 16,3 Milliarden Dollar. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Und dann sozusagen hartes Kernvermögen von 6,2 Milliarden. Und hier siehst du, und das ist ja wirklich ein Spiegelbild des Erfolgs, wie stark das gestiegen ist. Bei 2016 hatten wir noch 5 Milliarden, also Cash-ähnliche Bestände. Und mittlerweile sind es mehr als dreimal so viel. Da ist ja halt ordentlich was hängen geblieben innerhalb der Jahre. Ne? Und wir können uns dann auch noch angucken hier, Treasury Stocks sind auch ordentlich gewachsen. Das heißt, die haben auch eigene Aktien zugekauft und trotzdem ist das Geldvermögen so stark gestiegen. Gibt es auch noch ein bisschen Goodwill, aber das ist eher homöopathisch und ist auch positiv. Das heißt, da ist nicht so viel Risiko in der Bilanz drin. Und dann haben wir natürlich noch Schulden. Wo sind sie? Hier. Und das ist auch erfreulich. Die Schulden sind zwar gestiegen, aber nicht so stark, wie das Vermögen gestiegen ist von Nvidia. Noch erfreulicher wird es, wenn du die Tilgungskraft einblendest. Das machen wir mal ein bisschen größer, dann siehst du es besser. Und zwar die Tilgungskraft ist der freie Cashflow abzüglich der Dividenden. Und das ist auch also da sind auch schon die Investitionen von abgezogen. Das heißt, mit dem Geld könntest du im Prinzip deine Schulden tilgen, wenn du wolltest. Die Tilgungskraft beträgt gut 4 Milliarden. Schulden haben wir 10 Milliarden, das heißt 2,5 Jahre sozusagen, dann werden alle Schulden getilgt. Also eine ganz starke Bilanz, die wir hier haben. Was auch noch interessant ist, das sind hier, was die Aktienrückkäufe angeht. Da hast du nämlich hier diese schöne schwarze Linie und die geht nach oben anstatt nach unten. Wir haben eigentlich den Trend bei US-Aktien insbesondere, dass die Aktien stark zurückkaufen. Das siehst du eigentlich auch hier, dass wir hier Aktien zurückgekauft worden sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite siehst du, dass nichtsdestotrotz die Anzahl der ausstehenden Aktien sich erhöht hat. Sehr interessant, dass Aktien zurückgekauft wurden, siehst du immer mal hier, wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien quasi wieder sinkt. Aber dazwischen gab es immer mal wieder Kapitalerhöhungen. Und in Summe hat sich die Anzahl der Aktien erhöht und nicht verringert. Das heißt,
Der Gewinn pro Aktie oder alle Kennzahlen pro Aktien wurden leicht verwässert. Wie schwer oder leicht, das siehst du dann hier auf jedes Geschäftsjahr bezogen. Zum Beispiel gab es mehr Aktien von 2016 auf 2017 und das hat dich als Aktionär 36 Cent pro Aktie gekostet. Netterweise gab es immer noch ein organisches Gewinnwachstum von 1,85 Dollar, war insofern zu verschmerzen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir nähern uns der Bewertung und das machen wir anhand zweier anderer Charts. Interessant aber auch noch hier Dividendenturbo. Wir haben ja also hier eine Dividende von sage und schreibe 0,17%. Also jetzt nicht gerade so super hoch und ich denke, viele Dividendeninvestoren werden Nvidia keines Blickes würdigen. Und vielleicht ein Fehler, beziehungsweise wenn du 2014 als Dividendeninvestor Nvidia eines Blickes gewürdigt hättest, dann hättest du mit einer Dividendenrendite teilweise von 2,2% oder 2,3% sogar spitze einsteigen können. Und danach hat er dann Nvidia, wie du hier sehen kannst, diese blauen Balken, die Dividenden weiter erhöht, sodass du heute wahrscheinlich eine Dividendenrendite hättest, die deutlich über 3% liegen würde. 34 US-Cent, 64, also ungefähr verdoppelt, sagen wir mal. Also bei über 4% würde die Dividendenrendite dann liegen, deine persönliche Dividendenrendite mit Nvidia, plus dann die ganzen Kursgewinne noch dazu. Das wäre natürlich schon fettes Brot. Ich habe es nicht gesehen, so ein Mist. Ich habe in Wirecard investiert, hätte ich doch lieber in Nvidia investiert, aber so kann es halt laufen. Naja, jedenfalls zeigt das auch nochmal hier die Macht auch des Dividendenwachstums. Hat sich dann deine persönliche Dividendenrendite verdoppelt. Es zeigt aber auch die Macht der Kursgewinne, die dann die Dividendenrendite hier gewaltsam nach unten drücken, wie du hier sehen kannst. Also Nvidia erhöht die Dividenden weiter, aber die Kurse, die schießen dann halt so durch die Decke, dass die Dividendenrendite quasi ins Bodenlose geht, bis hier, wie gesagt, 0,17%. So, das war ein kleiner Exkurs der Dividende, beziehungsweise Dividendenrendite und persönliche Dividendenrendite. Dann gehen wir mal zu der Bewertung. Wir wagen uns zu einer Bewertung von Nvidia. Da kann ich dir auch noch mal was zeigen. Nvidia war ein harter Ritt in der Vergangenheit. Das siehst du hier. Hier siehst du, dass die Aktie mal hier ganz schön verloren hat von 280 US-Dollar auf 129, hat also gegenüber die Hälfte verloren innerhalb kürzester Zeit. Aber auch hier war Nvidia ein wilder Ritt. Aufgrund der Skalierung geht es hier ein bisschen weg, aber wir können hier sozusagen mal bis 2016 nur gehen. Und dann siehst du hier, was ich damit meine. Also du hast hier zum Beispiel auch, wenn es dumm gelaufen ist, wenn du hier eingestiegen bist, 2017 Oktober und dann ein Jahr später, hast dann eine Rendite gehabt von minus 82%, 83% minus. Hast also 83% sozusagen Buchverlust gehabt. Hier auch blöd gelaufen, wenn du hier irgendwo in Ende 2001 oder so eingestiegen wärst. Da hättest du sozusagen schon im Spätjahr 2002, hättest du sogar 88% Buchverlust gehabt. Dann hier nochmal und auch nach 2016 nochmal so eine Phase. Also Nvidia, heißer Ritt, nichts für schwache Nerven und nicht auszuschließen, dass es mal wieder so kommt. Je höher die Bewertung, desto höher auch die Fallhöhe. Und da kommen wir dann nämlich gleich drauf. Zeigen wir uns mal wieder hier alles an. Und dann bei der Bewertung, die ist relativ schwer hier zu machen, weil Nvidia hat ja jetzt sozusagen oder kam ja erst vor kurzem auf die richtige Erfolgsüberholspur. Und erst ab hier sozusagen. Und dann würde ich mal, macht es keins für mich jetzt persönlich, wenn ich jetzt die Bewertung mache, würde ich jetzt nicht die Bewertung auf den kompletten Zeitraum nehmen, auch nicht auf den hier, um die Multiples auszurechnen, mit denen wir dann den Fernwert bestimmen. Ich würde dann eher hingehen und würde hier noch ein bisschen näher reinzoomen. Dann sehen wir nämlich für jedes Jahr auch das KGV. Und hier siehst du da 66 KGV von 66, 40, 34, 32. Ich würde vielleicht erst ab hier sogar 2018 die Multiples berechnen lassen, hier die Durchschnitte. Dann kämst du auf ein KGV von 44. Das wäre dann sozusagen der faire Wert. Ist immer noch ziemlich heftig. Also ein KGV von 44 für eine faire Wertberechnung, dass du sagst,
dann ist die Aktie fair bewertet, damit Preise sozusagen echt sehr hohes Wachstum ein. Also eigentlich ist es schon zu viel. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Hier ist es 40. Nehmen wir noch 2016. Hier wäre es 37. Gucken. 34. Ja, also schwer, schwer. Nehmen wir mal hier 40. Und das wäre bereinigte KGV, wäre 35. Bereinigt heißt auf dem bereinigten Gewinn bezogen. Also das hier ist der bereinigte Gewinn. Dann haben wir hier noch den operativen Cashflow. Dividende lassen wir mal außen vor. Also wer kauft heute Nvidia wegen der Dividende? Wahrscheinlich niemand. Und dann lassen wir uns jetzt gleich die fairen Werte, die daraus berechnet werden, anzeigen. Hier gucken wir jetzt nochmal den Kurs. Der wird dann gegen die fairen Werte gehalten und dann kriegst du halt raus durch den Vergleich zwischen Kurs und fairen Werten, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Man kann sich schon denken, dass die Aktie massiv überbewertet ist, also mit dem KGV ja 67, aber gut. Also hier dann der faire Wert. Dann siehst du, dass die Aktie hier, also Nvidia sogar unterbewertet gewesen wäre, dann gab es hier eine Korrektur, dann Überbewertung und dann hier wieder Unterbewertung und ähnlich sieht es dann auch mit den anderen Berechnungen des fairen Werts aus. Ich zoome mal jetzt hier näher ran und interessant natürlich hier die Gegenwart. Momentan kostet so ein gutes Stückchen Nvidia 368 US-Dollar. Das ist deutlich teurer als die 135 und 130 US-Dollar noch bis vor 1,5 Jahren. Ja, und was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass die Aktie deutlich überbewertet ist, basierend auf den letzten Zahlen, die wir haben, in den letzten 4 Quartalen. Da würde dann Nvidia fair bewertet sein, mit diesen Multiples hier wohlgemerkt, zwischen 214 und 254 US-Dollar. Und momentan eben hier die 368. Das heißt, was haben wir denn hier? Das sind ungefähr 44%. Interessant ist jetzt aber auch natürlich dann die Zukunft. Da haben wir die Analystenschätzung und die Analysten gehen ja von weiterhin steigenden Gewinn und Cashflows aus, trotz der Corona-Krise. Und insofern steigt dann auch entsprechend der faire Wert. Und der würde dann anziehen und zwar doch recht deutlich. Das hier wäre das nächste Geschäftsjahr und das hier wäre das übernächste Geschäftsjahr. Und laut übernächstem Geschäftsjahr, je nach Bewertungsmaßstab, bilanzierter Gewinn oder hier bereinigter oder operativer Cashflow, lege dann der faire Wert der Aktie zwischen 290 und 345 US-Dollar. Also hätte dann fast den aktuellen Kurs erreicht, wenn man sich das gedanklich jetzt dann noch weitermalt, dann würde dann irgendwann der faire Wert tatsächlich erreicht und sogar überschritten werden. Das heißt, falls die Erfolgsgeschichte weitergeht und dann entsprechend auch der Markt Nvidia mit so hohen Multiples bewertet, beziehungsweise mit höheren Multiples, als wir es hier ausrechnen, ist ja momentan, haben wir ja schon höhere Multiples, dann würde der Aktienkurs ja weiter steigen und auch der faire Wert würde irgendwann den Aktienkurs auf des heutigen Niveaus erreichen und überschreiten. Nichtsdestotrotz, also es ist momentan eine sehr hohe Bewertung drinne, also eingepreist. In der Aktienanalyse wurde schön gesagt, da ist die Perfektion quasi eingepreist. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir hier ein Rückschlagspotenzial haben. Wenn mal was nicht so laufen sollte wie geplant, und es kann unterschiedliche Gründe haben, natürlich kann die weltweite Nachfrage einbrechen. Das könnte zum Beispiel auch der Fall sein, wenn wir wieder aufflammendes Corona-Problem haben, beziehungsweise ein Lockdown. Wieder aufflammendes Corona-Problem haben wir ja in einigen Staaten, USA beispielsweise. Und das ist natürlich auch immer die Frage, wie wirtschaftlich darauf reagiert wird. Oder es könnte natürlich auch sein, dass hier zum Beispiel AMD kontert, beziehungsweise Marktanteile gewinnt gegenüber Nvidia. Das könnte Nvidia auch ausbremsen. Das ist ein ständiges Hauen und Stechen da. Und dann könnte natürlich die Aktie korrigieren. Und wenn du wissen willst, wie weit sie korrigiert, da kannst du dich dann so ein bisschen wenigstens an den fairen Werten orientieren. Da würde ich dann fast sagen, den fairen Wert bilanzierten Gewinn, den kann man ausblenden. Und dann bleibt der bereinigte Gewinn und der operative Cashflow übrig, die hier von der Gegenwart bis in Zukunft relativ nah beieinander liegen. Und dann wäre das hier irgendwo zwischen
286 und 300 US-Dollar, basierend auf den Prognosen des laufenden Geschäftsjahres. Und das wäre dann schon so, würde ich sagen, hier so das Korrekturpotenzial auf jeden Fall, was ich sehe. Das wäre dann also quasi 22% Korrekturpotenzial erstmal hier so betrachtet. Wir haben hier also ein Risiko schon, dass die Aktie mal oder der Aktienkurs mal wieder gen Süden rauscht, zumindest kurz- und mittelfristig relativ deutlich, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil die Aktie auch so gut gelaufen ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein ganz starkes Unternehmen mit auf wachsenden Zukunftsmärkten. Und insofern ist auch wahrscheinlich, dass die Umsätze und Gewinne bei vielleicht sogar weiter steigenden Margen oder wenigstens stabilen Margen langfristig weiter wachsen. Auch sehr schön, was der Kollege hier geschrieben hat im Fazit dann hier. Und ich finde, das bringt es auch irgendwo auf den Punkt hier. Mr. Market ist ein Enthusiast. Ist also Enthusiasten, das waren ursprünglich die Gamer aus dem Bereich, die Grafikkarten eigentlich kommen. Und für die hat der Preis im Prinzip nicht so eine Rolle gespielt, sondern das waren halt so die Riesenfans und ja, Enthusiasten eben. Und Mr. Market ist jetzt bezogen auf Nvidia auch ein Enthusiast und hat sich jetzt halt schön in Nvidia eingekauft. Gut, das sollte dann die Aktienanalyse mal zu Nvidia gewesen sein. Ihr könnt gerne auch diese Analyse lesen. Da stehen ein paar andere Sachen auch nochmal drin oder dann die Webseite von Nvidia besuchen. Und ich denke, dann habt ihr schon ein ganz gutes Bild, was Nvidia angeht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.